Willkommen zum Horsehaven-Update vom 11.07.2018. Ja, schon wieder Kentucky Derby. Wir feiern sozusagen den Sommer mit Horsehaven. Und ja, hier sehen wir schon einmal ein exklusives Pferd, das neu reingekommen ist. Rasse Fargo Derby. Okay, hier kann man es kaufen. Das Pferd mit den Ressourcenmultiplikator für die Eventpunkte, denke ich mal. Ja, schauen wir gleich mal. Ja, mehr Ressourcen in Rennen und Jagdrennen. Und ja, es kostet 17 Euro. Werden wir definitiv nicht. Also ich zumindest nicht. So. Gut. Ja, von heute Morgen laufen hier noch meine beiden Siegesderby-Pferde auf der Weide. Ich habe den Schwarzwälder jetzt noch nicht rausgeholt. Das kommt dann noch. Wenn wir Platz haben, das ist jetzt erstmal das allererste, was ich sehen möchte. Das Rennen gucken wir uns gleich an. Aber die Fantasieinsel. Es gibt endlich die Oase. Nehme ich doch jetzt mal an. Ich habe noch nicht geschaut. Doch. 50.000 kostet sie. Das ist uns jetzt mal so ziemlich egal. Wo stellen wir die hin? Stellen wir sie erstmal hier hin. Ist ja auch egal. Hauptsache, wir kriegen erstmal den Platz. So, wie lange dauert das? 6 Stunden. Ja, jetzt überlege ich kurz, verkürze ich die Bauzeit und kaufe es dann frei oder kaufe ich es gleich frei und hebe mir das dann für die nächste Erweiterung auf. Was sagen denn unsere Aufgaben? Ich sammle 50 Diamanten, gibt 500 aus. Okay. Dann machen wir das mal. So, stellen wir sie gleich fertig. Und da ist sie. Sieht doch schon mal schick aus. Und ja, bevor wir rein können, müssten wir natürlich auch Pferde reinstellen. Dann machen wir das mal. Stellen wir Queen rein. Mit den beiden züchte ich ja. Dann bleiben die draußen. Ja, die beiden müssten dann eigentlich nach Deutschland. Aber erstmal stelle ich sie auch mit rein. Damit wir mehr Pferde hier rüberbringen können. Das machen wir auch gleich. Aber zuerst mal reinschauen. Oh. Das sieht ja cool aus. Aber irgendwie auch gemein. Oh, Queen hat einen Stufenaufstieg. Stehen die auf so Mini-Plattform. Und jetzt sieht es auch gerade so aus, als ob hier überhaupt keinen Weg hinführt. Zu unserem Daedalon 1. Stütchen. Tja, gut, das war nichts. Ne, da führt wirklich kein Weg hin. Och gut. Die Arme. Aber sonst sieht es richtig cool aus, ne? So, jetzt gucken wir mal. Achso, jetzt sind wir hier in der Mitte. Aber hier hinten steht jetzt momentan niemand. Das sieht schick aus, oder? Richtig cool gemacht. Und gucken wir mal. Achso, hier tut sich nichts. Aber dann können wir gleich mal gucken, ob es neue Klamotten gibt. Oh ja. Hier die Deko von Fargo. Rettungsschwimmer. 280 Diamanten kostet sie. Oder ja, so ein Hawaii-Outfit. Baströckchen ist es ja eigentlich nicht. Okay. Für 300 Diamanten. Ja. Und dann schauen wir nochmal. Ach, das ist der Hut vom Krebs. Den Krebs. Ja, können wir uns auch gleich nochmal anschauen. Wie der zum Züchten. Ich weiß nicht. Hüte sind ja eher nicht so meins. Oh, hier gibt es eine Sonnenbrille. Das gehört bestimmt zum Surfer. Und diese Blume hier gehört bestimmt zu Isabel, dem anderen exklusiven Pferd. Die schauen wir uns gleich auch noch an. Ja, den Rest kennen wir. So. Entfernen wir das erstmal. Und gehen nochmal raus. 10 Plätze haben wir. Haben wir ja oben auch gesehen. Jetzt stürzt es ab. Na gut.
Aber es lädt zumindest gleich wieder. Wie viel kostet der? Nein, die anderen Stufen werden ja später wohl mit hinzugefügt. Ja, super, hätte ich auch die Bauzeit verkürzen können, hätte mir ein paar Diamanten gespart. Schade. Na gut, wir haben 10 Plätze, das wird schon. Ne, dich hole ich jetzt erstmal nicht raus. Das machen wir später. Wir schicken jetzt erst nochmal ein paar Pferde rüber. Und dann schauen wir gleich mal, ja, zu, wie wir Fargo bekommen, wie wir die Isabelle bekommen. Also Fargo definitiv mit kaufen. So, wen schicken wir denn jetzt erstmal rüber? Romeo, würde ich sagen. Toffi. Nicole. Ja, auch Nicole. Das heißt, wir haben jetzt erstmal nur sozusagen 10 Plätze dazu gewonnen. Hilft uns erstmal auch weiter, aber es würde natürlich schön, wenn sie die nächsten Stufen dann von der Oase auch bald hinzufügen würden. Also sieht ja auf jeden Fall schon mal sehr vielversprechend aus. Total schick gemacht. So, dann schauen wir jetzt erstmal zu den exklusiven Pferden. Wo sind sie? Rotkäppchen. Rotkäppchen gab es auch noch nicht. Aktiviere eine Rezeptur um dieses Pferd. Okay, Rezeptur, das heißt Rezeptabschnitt. Aber ich muss irgendwie sagen, von den Bildern überzeugt es mich noch nicht. Stufe 1 hätte schon, das hätte schon roter sein können, oder nicht? Warum auch immer grün und gelb? Na gut. Und dann der Fargo, den können wir ja kaufen. Stufe 1 kennen wir ja schon. Stufe 2, okay. Ich glaube, Stufe 1 würde mir mehr zu sagen, aber ich weiß es nicht. Manchmal sind die ja dann doch im Stall viel schicker als hier auf den Bildern. Ja gut, und dann mit sehr gelbem gelber Mähne. Na gut. Und das hier ist die Isabella, das Isabella-Derby-Pferd. Die sieht schick aus. Das ist ja auch die, die wir schon beim Startbildschirm gesehen haben. Und hier, oh, Stufe 2 ist garantiert auch nicht so ja, ist garantiert auch echt schick. Stufe 1, 2 und 3, dunkelbraun. Aber es sieht aus, als wenn sie hier eine kleine Blässe hat. Ja, auf allen Stufen. Okay. Und für sie sollen wir uns ja die Rezepturabschnitte verdienen können. Das ist bestimmt bei dem Rennen. Ach so, und Rotkäppchen können wir hier auch. Okay. Wer ist denn der saisonale Star? Ja, Fargo. Na super. 10% besser. Und danach der Frederiksburger. Bestenliste bin ich natürlich noch nicht dabei. Ja. Momentan ist hier noch kein Fargo. Oh, ich habe ihn übersehen. Okay. Dann machen wir das Rennen mal. Nehmen wir gleich mal Kate. Das lädt aber lange. Gut, aber das ist ja schon mal schön. Wir können uns Rotkäppchen freischalten und Isabella. Das bedeutet, Fargo gibt es dann als Geschenk bestimmt hier, wenn man unter den ersten 30 ist. Da habe ich jetzt gar nicht drauf geachtet. Kann ich ja gleich nochmal reinschauen. Und bei den besonderen Aufgaben könnte er dann natürlich auch auftauchen. Ich weiß jetzt aber nicht, ob das schon umgeschaltet hat. Oder ob dann noch das Peter-Derby-Pferd zu Ende läuft und danach erst Fargo reinkommt. So, ein Rundenrennen. Das kennen wir ja eigentlich auch schon. Oh, ja gut, neuer Rekord. Das ist das erste Rennen, das ich hier gemacht habe.
Die anderen mache ich dann gleich. Aber wir gucken nochmal schnell. Da gibt es doch bestimmt. Genau, Fargo. 13 Tage, 23 Stunden. Oh, wir sind Platz 36. Noch geht's. Aber es werden bestimmt jetzt immer mehr an den Rennen teilnehmen. Und spätestens, wenn dann die Leute kommen, die ihr Pferd da gekauft haben, das Fargo, dann rutschen wir ganz weit ab. Gut, gibt's hier sonst noch was auf der Karte? Nee. Gibt das dann neue... Ich denke mal, ein neues Pferd wurde zwar mal angekündigt, aber es war noch nicht bekannt, was für eine Rasse. Ich denke mal, es ist noch nicht dabei. Nee. Aber T4 Pferde. Da gibt es als nächstes den Lipizzaner, den Mustang und den Fredericksburger. Fredericksburger haben wir noch nicht. Das wäre schön. Wäre interessant. Lipizzaner, ja. Wenn wir ihn kriegen sollten. Wenn wir das schaffen. Okay. Gut, also Plätze erstmal 10 zusätzliche. Gibt es denn sonst hier noch irgendwas? Naja, gut, den Krebs gibt es, den haben wir ja schon gesehen. Da müssten wir mal schauen. Wir können den Krebs züchten mit dem Rocky Mountain und dem Dartmoor Pony, mit dem KWPN und dem Clydesdale oder mit dem Connemara und dem Oldenburger. Ich glaube, ich heute KWPN und Clydesdale zusammen haben. Deswegen habe ich die beiden hier auch schon rausgestellt. Dann können wir das jetzt eigentlich mal aktivieren. Ja, dann bringen wir das jetzt hier mit in die Infofolge. Zwar nicht dazu, aber dann züchten wir das erste Mal hier zusammen. 37.000 geht. 13% Chance, aber wir haben keine Zuchtverbesserung mehr. Und es geht rüber. Es hat ein KWPN. Stufe 3, ja. Na gut. Ja, das heißt, wir haben jetzt wieder Rezeptabschnitte, die wir uns holen können. Dann die besonderen Aufgaben. Wen gibt's da? Okay, für 18 Stunden, 39 Minuten das Peter Derby fährt noch. Kriege ich nicht hin. Oder 500 Punkte? Nee. Bis die dann wieder tauschen, das kriege ich nicht hin. Schade. Na gut. Ach so, hier wäre natürlich American Indian oder... Aber wir können bei dem Mustang nicht mehr Rubine dazu bekommen. Das heißt, das würde für den Fredericksburger und den Lipizzaner blöd aussehen. Und deswegen lassen wir das, glaube ich, lieber. Ja gut, das mit der Fantasieinsel-Oase habe ich mir doch ein kleines bisschen anders gedacht. Nämlich, dass wir wenigstens nochmal auf Stufe 2 oder 3 erhöhen könnten. Das ist jetzt echt ein bisschen schade. Gut, ich glaube, wir können nochmal nach Montana gucken. Genau, hier steht auch KWPN und Clydesdale. Und dann züchten wir mit den beiden auch nochmal. Das ist ein bisschen teurer. Chancenverteilung ist gleich. Und es wird wieder ein KWPN. Na gut. Aber immerhin, die Krebszucht hat begonnen. Wir haben dann auch Platz zumindest, um ihn runterzubringen, um ihn hinzustellen. Und jetzt habe ich hier Fantasiepferde hingebracht, damit ich KWPN, glaube ich, rüberbekomme. Und irgendwen habe ich noch rübergebracht. Ich glaube, ein exklusives Pferd. Genau, der General. Na gut. Ja. Haben wir sonst noch was? Haben wir neue Deko? Oh ja. Swimmingpool. Für 200 Diamanten. Das ist natürlich schon heftig, aber sieht schon cool aus. Surfbretter. Kokostrommel. Ein roter Stuhl, ein gelber Stuhl, blauer Stuhl, Kokospalm. Schild. Und natürlich das Krebsmonument von dem Krebs. Okay, kostet aber ordentlich. Ich weiß auch gar nicht, wozu das jetzt passen könnte. Wir haben ja nirgends irgendwie... Ich glaube, in Deutschland haben wir einen Fluss, aber das passt ja auch nicht. Wir haben ja keinen Strand oder irgendwas in der Art.
Na gut. Dann würde ich aber sagen, war es das erstmal. Ja, wie gesagt, ich hoffe, dass die Oase dann auch bald nochmal weiter zu erweitern ist, aber es ist ja auf jeden Fall schon mal etwas. 10 Plätze mehr auf Stufe 1 ist ja schon mal nicht verkehrt. Und ja, wir haben wieder ordentlich zu tun mit mit dem Rennen. Ich glaube, Hongkong-Rennen. Genau, Hongkong-Rennen Season 4. Und ja, Rotkäppchen freischalten, Isabella Derby freischalten. Mal sehen, ob wir Fargo bekommen. Ich weiß nicht, aber ich glaube, Fargo ist jetzt nicht das Pferd, das ich unbedingt haben muss. Aber mal sehen. Na gut. Ja, dann viel Spaß mit dem Update. Und was sagt ihr denn dazu? Was sagt ihr von der Oase? Und ja, wir sehen uns dann in einer neuen Folge wieder. Bis dann. Tschüss.